Ja, ich will den Hund haben. Ja, ich darf mir die ganzen Pets nicht angucken. Die habe ich alle auf dem anderen Char. Hier habe ich sie nicht. Furchtbar. Ist einfach noch furchtbar. Ich will die haben. So. Sehr schön. 11 Sachen. Jetzt kann ich mich dann vielleicht auch mal für die Sachen anmelden. So. Schön. Ich benenne meine Viecher einfach nur willkürlich. Ich fühle mich schon fast schlecht dabei, wenn ich lese, wonach ich eure bin. Hier, eure benennt. Aber nur fast. Auch alles gut. Ich sag mal so, meinen ersten Gehilfen eben, Blubbelbub, ist jetzt auch nicht so der Burner. Blubbelbub. Ich habe auch meinen Schokobo einfach nur Viech genannt. Oder Salami. Ganz tolle Namen. Wirklich. So sollte jeder sein Tier nennen. Meine Gehilfen heißen Hachi und Gesundheit. Nein. Okay, das sind geile Namen. Mein Hund heißt Hund. Was soll ich sagen? Was habe ich vorhin über Eben gesagt? Ja. Ja. Ich weiß, der Mann. Ich weiß. Ist genau wie Einzigster, ne? Einziger. Böses Mädchen, sowas tut man nicht. Doch, klar tut man das. Ich habe einen mega krassen Flex. Flex, Name des Schokobo. Ah. Ach ja, das kann ich noch gar nicht nutzen. Das kann ich noch gar nicht nutzen. Ich will meinen Mehrfachschuss haben. Ich möchte meinen Mehrfachschuss. Aber das ist ja genauso, Zerban, wie Leute, die wenn und dann wen sagen. Ne? Die das verwechseln. Ich sag mal so, mir rutscht manchmal auch was raus. Mir ist auch schon einzig daraus gerutscht und ich ärgere mich dann immer im Nachhinein über mich selber. Und mir denke, wieso war ich jetzt so blöd und hab das gesagt? Das passiert immer dann, wenn ich aufgeregt bin und über meine eigenen Wörter stolper. Und mir dann immer denke, was hast du jetzt für Scheiße gesagt? Nee. Einfach nee. Dann einfach so Facepalm an einen selbst. Passiert mir auch häufig beim Lesen. Wohin? Ich weiß gar nicht mehr, welches Wort das war, wo ich dreimal über dieses eine Wort gestolpert bin. Ich freue mich nicht von Rechtschreibfehler, aber manche Wörter gibt es einfach nicht. Ich weiß. Das Schlimmste ist, wie gesagt, wenn man über Wörter stolpert. Denn Wörter findet, die gar nicht da sind. Aber besser ist es, wenn du weißt, dass es das Wort nicht gibt. Ne, und dir dessen bewusst bist, als die Leute sagen, nee, das heißt aber so, das wird aber so gesagt. Nein. Nein. Wie gesagt, mit der Freundin, die die ganze Zeit auf Einzigste bestanden hat. Das Wort gibt es. Wo ist der Boden offen? Wo kann ich runter verschwinden? Ich habe auch einen inneren Monk in mir, der gerne mal jeden korrigieren möchte. Also wie gesagt, das ist ja immer noch ein Unterschied. Ich weiß ja wenigstens, dass es die Wörter nicht gibt und diskutiere da nicht. Ich denke mir immer nur so, wie blöd bin ich? Und hau mir immer gern selbst, aber so, ne? Also virtuell so, aber zack. Duftel! Natürlich. Du kennst mich doch. Du weißt doch, dass ich um diese Uhrzeit wach bin. Also du kennst mich doch. Nach dem 24er ist mein Rhythmus sowieso im Arsch. Ich bin sicher nicht der Erste, der den das stört. Oh Gott. Luca. Oh, ist ja furchtbar.
Die ist ja furchtbar. Du hast echt eine komische Art, nach Schlägen zu fragen. Wir haben gerade das gleiche gedacht. Ja, bei mir auch. Ey, das ist ganz, ganz schlimm. Also nach dem 24er, mein Rhythmus ist so für den Arsch. Nein, das ist nur ein Video auf Dauerschleife. Bist du sicher, Flamur? Ja, aber es ist ihr Leben am Limit. Oh. Schön. Wirklich schön. Ich sollte die Story weitermachen, ne? Wie viel Story wollen sie heute sehen? Gar keine. Weil wir einfach keine machen. Ich benenne ab jetzt einfach den Stream-Titel immer Just Chatting und ein bisschen F14. Ich lasse dir das durchgehen, aber nur wegen dem Juxitat. Zeit für einen Eistee. Nee, Energy. Vielleicht ist das auch der Fehler. Ah. Wie viel Story wollen sie heute sehen? Daria, skip. Ist schön, also, na gut, was heißt? Ich lese ja, ich skippe ja noch nicht mal. Ich komme nur einfach nicht dazu. Ich rede zu gern mit euch. Das ist das viel größere Problem. Ich rede viel zu gern. Also, ohne Witz, wenn ich jetzt so an von vor einem Jahr denke, wo ich tatsächlich still wie so ein kleines Mäuschen noch hier gesessen habe, meine Story gemacht habe und sich da Leute beschwert haben, wenn ich mal die ganze Zeit oh, süßes Pet gesagt habe und dann zwei Sekunden oder zwei Minuten da gestanden habe, im Gegensatz zu jetzt, wo ich eine ganze Stunde rede, es passiert nichts. Ihr guckt mir nur zu, wie ich Sachen irgendwie ins Inventar räume. Und muss einfach nur unterhalten. Die Leute von damals dürften meine Spielweise von jetzt nicht sehen. Die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. 14, no story, just talking. Das ist der perfekte Titel. Ja, Kitty, den speichere ich mir mal ab. Merkst, schreib mir den mal ins Discord, Kitty. Schreib mir den mal ins Discord, bitte. Dass ihr nach 24 Stunden euren Rhythmus gecrashed habt, finde ich lustig. Weil bei mir passiert das nie. Nicht? Ey, ich finde es ganz... Ich weiß nicht. Bei mir, ich bin die letzten Wochen immer so um 8 Uhr aufgestanden oder um 9. Jetzt kriegst du mich vor 10 Uhr nicht mehr aus dem Bett. Das... So, vor 2 ist kein Schlaf möglich. Ich bin komplett für den Arsch. Ich finde es entspannt. Das ist gut. Solange es euch auch gefällt, ist alles gut. Und danke, Kitty. Vor 2 ist nach 2. Genau. Ob ich dieses Emote liebe? Ja, Kitty, tust du. Du liebst es. Und ich liebe es auch. Ich muss unbedingt gucken, ob ich bei dir noch ein Abo habe. Muss ich unbedingt gucken, weil ich will die Emotes haben. Ich muss bei dir nachgucken. Kann auch nicht fan, aber habe morgen einen wichtigen Termin. Und was machst du da noch hier? Ja gut, wenn man nicht schlafen kann, ja, kenne ich, fühle ich. Sind wir hier richtig bei den 3 lustigen 2? Dufte. Nein. Ich habe schon mal eine Woche wach verbracht, aber da war ich 23. Aber heute schaffe ich nur noch 3 Tage. Ich weiß nicht, ich habe am 24er, ich habe die letzten Minuten, habe ich einfach nur noch gelitten. Wie gesagt, Duft und Kitty waren dabei, waren auch lange, lange wach. Kitty hat ja mit mir quasi 24 wirklich durchgezogen. Gut, zwischendurch war Kitty einmal weg, weil ich das zu erledigen hatte. Duft hat mit mir komplett auch durchgezogen und wir 3 waren am Ende einfach nur fertig. Wir waren einfach nur fertig. Ich glaube, mit uns war nichts mehr anzufangen. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe 3 Stunden geschlafen nach dem 24er.
Die anderen beiden habe ich gegen Abend dann irgendwann mal online gesehen, glaube ich. Also doof hat es gedauert, bis ich ihn online gesehen hatte. Ich war halt nach 3 Stunden, stand ich halt oder saß ich im Bett und dachte so, warum bin ich schon wach? Warum? So, ich hätte den ganzen Tag schlafen können. Ich hätte bis 12 bzw. 13 Uhr hätte ich Zeit gehabt. Danach musste ich mit dem Hund. Und ich war einfach schon wach und ich konnte nicht mehr einschlafen. Und dann war ich tatsächlich bis 1 Uhr an dem Tag wieder wach. Und dann habe ich tatsächlich 10 Stunden durchgepennt. Und seitdem ist der Rhythmus völlig für den Müll. Ich bin innerlich immer noch tot nach den 24 Stunden. Also das geht mittlerweile, aber die Nächte sind halt immer noch. Die Nächte sind krass. Oh! Eine Teilnahme. Nice. 3 Stunden Schlaf ist eklig, ja. Eklig auf eine andere Art und Weise. Yay! Hey, ihr seht ein bisschen Content! Aber auch nur ein bisschen. Wir machen mal was anderes als rumstehen. Ach, der Lala kümmert sich schon. Braver Lala. Ist ein Lala als Tank? No. Süß. Ja, die Erkältung hat mich dezent. Sie ist so äußerlich weg, aber gefühlt ist sie noch da. Für mich richtig energielos. No. Armes Kitty. Aber Erkältungen sind sowieso mies. Erkältungen sind eklig. Wenn ein Lala ein unsterblicher Bösewicht wird, ist das dann ein Lala-Brea? Gute Frage. Gute Frage. Was mache ich? Na was wohl? WoW spielen. Der Abo muss genutzt werden. Ich werde zwischendurch bestimmt auch einmal nochmal oder mindestens einmal noch WoW spielen. Allein damit du dein Abo nicht komplett umsonst geholt hast, Kiki. Weil für alle, ja, wir hatten einen WoW-24-Stunden-Stream. Den hatte Dufte eingelöst. War lustig. War tatsächlich lustig. Und anders als erwartet. Ich habe tatsächlich gedacht, dass gefühlt alles toxisch wird. Also in der Community. Weil WoW ist halt. Ja. Ne? Von den Leuten her. Nicht alle. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Von daher. Aber wie kann man denn einen 24 Stunden Stream einlösen? Ich habe den eigentlich bei den Kanalpunkten drin. Zurzeit ist er aber noch deaktiviert. Ich habe aber, also eigentlich war es, achso, da ist schon weg, 24 Stunden plus, ich glaube, 200.000 Kanalpunkte, weil soll ja nicht so oft vorkommen. Und Dufte hat relativ lange gespart gehabt. Die Kanalpunkte werden aber runtergesetzt, plus, ich glaube, ein 24er in dem Umfang wird es noch nicht geben, weil das hat mir so viel abverlangt. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich auf 20 Stunden Pi mal Daumen plus, also plus minus paar Stunden mehr. Je nachdem, wie fit man dann ist. Das davon abhängig machen. Aber halt mit 20 Stunden dann. War aber auch die Idee von Kitty und Dufte. Da hatten wir im Stream ein bisschen drüber geredet. Weil wir werden auf jeden Fall nochmal so einen Stream machen. Bestimmt. Definitiv. Aber 24 Stunden ist sehr hart. Also wirklich sehr hart. Da hatten wir dann, ich glaube, so die letzte Stunde oder die letzten 2 Stunden hatten wir dann da so
ab und an mal ein bisschen drüber gequatscht. Da habe ich auch nur gesagt, okay, ja. Ich stelle jetzt ein bisschen runter. Reicht trotzdem noch. Und selbst wenn man nach den 20 Stunden noch Bock hat, kann man immer noch ranhängen. Aber dann hat man wenigstens so einen kleinen Puffer. Aber ich stelle es im September. Ab September könnt ihr wieder, also ab nächste Woche, vielleicht morgen schon, mal gucken. Könnt ihr wieder versammeln. Jetzt muss ich gleich einfach einiges nachlesen. Ah, die Ini ist durch, damit der Healer Max Level wird. Ah, okay. Ja, gut. Wenn ein Bösewicht einen schlechten Meme-Song hat, ist das dann ein Lachibrea? No. Ja, Mann. Nein, unsere legendären Gesangseinlagen. Einfach beste. Die Gesangseinlagen waren echt geil. Die hatten was. War alles schief und krumm gesungen, aber das war egal. Aber es gab sehr viel Gesinge. Sehr, sehr viel. Dass wir uns das als VOD immer wieder anschauen können. Das hat wachgehalten. Das hat auf jeden Fall wachgehalten. Also bis auf, ich weiß gar nicht, meine Phase war halt zwischen 23 Uhr und 2 Uhr. Dazwischen. Da hatte ich halt echt Probleme. Das war richtig... Ja. Hart. Danach ging's. Und dann habe ich, wie gesagt, die letzten 10 Minuten. Das war dann aber auch das Problem, dass gefühlt jeder dann gesagt hat, oh, ihr habt's gleich. Und du dir dann sagtest, ja, wir haben's gleich. Aber ich muss so die paar Minuten da warten. Und dann hatten wir nur noch, der doch durfte und ich hatten dann nur noch einen Rundflug über die Weltmap da. Ja. Das ist eigentlich das erste Spiel, das euch dazu gebracht hat, weiterzuspielen. Gute Frage. Gute Frage. Ich kann es tatsächlich gar nicht genau sagen, muss ich ehrlich sein. Last Chaos sagt mir aber was. Hab's aber, meine ich, nicht gespielt. Bei mir war es FF8. Echt? Also wie gesagt, ich wüsste halt jetzt echt... Ich könnte es aber so. Ich glaube Kingdom Hearts. Ich glaube. Aber mir fällt doch nichts anderes ein gerade. Ich glaube Kingdom Hearts war es bei mir. Der erste. Ich damals für die PlayStation für 120 D-Mark gekauft. Das hat mich total in den Bann gezogen. Wobei. Es kann auch FF10 gewesen sein. Ich weiß nicht, was bei mir eher reingehauen hat, sag jetzt mal. Ich glaube eins von beiden. Dicht gefolgt von Soul Reaver 1. Diesmal muss ich keine Limit ziehen, ne? Nee. Die Stronghold-Reihe hat mich auch sehr in den Bann gezogen. Stronghold habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Ich habe meinem Verlobten mal zugesehen, wie er Stronghold gespielt hat. Aber selbst gespielt leider nie.
Obwohl ich mindestens ein Teil besitze. Und was ist euer allererstes Spiel, das ihr je gespielt habt? Müsst ihr euch nicht selbst gekauft haben. Mein allererstes Spiel, was ich je gespielt habe, war Soul Revines. Weil mein Vater mir das geschenkt hat. Ich habe damals seine Konsole plus Soul Reaver 1, Medieval 1 und Formel 1 2000 oder 2001. Und das allererste Spiel, was ich dann halt gespielt hatte, war Soul Reaver 1. War nur anfangs frustriert, weil ich nicht wusste, wie ich weiterkomme. Aber trotzdem geliebt. Bis heute. Und ich kann es bis heute auch noch in- und auswendig durchspielen. Ich liebe es einfach. Allein das Soundtrack. Ich habe nicht ohne Grund beim... Ne, Resub ist es nicht bei... Ich glaube, wenn man Sub verschenkt an jemanden, dann habe ich tatsächlich den Dem Sea of Cain Sound drin. Und nein, ich möchte jetzt nicht, dass das irgendjemand testet. Aber ich habe den tatsächlich drin. Einfach, weil ich den so sehr liebe. Ich liebe den Sound einfach auch so unglaublich. Also, warte mal. Ich glaube, ich kann den sogar einmal kurz zeigen. Sicher bin ich aber nicht. Müsste, glaube ich... Ne, dann müsste ich den... Da? Oder kann ich den einzeln testen? Ohne, dass ich was auslöse. Weiß halt auch nicht. Ich glaube, ich kann den aber nicht. Ich guck trotzdem einfach mal. Nee, das ist falsch. Das? Das? Ist das der? Ja, aber ich kann den... Vielleicht finde ich... Haha, ich habe doch die Datei irgendwo. Ich, die jetzt tatsächlich nach der Datei sucht. Dieser Ordner ist leer. Danke, das weiß ich selber. Da ist es. Bei mir war es Lemminge. Lemminge habe ich auch nie gespielt, leider. Aber Tetris. Und da Tetris bin ich verzweifelt. Ja, nicht erinnern. Es war aber ein Game auf einer alten Nintendo. Ich habe jetzt nur Angst. Ah ne, ist recht leise. Ja, den Sound. Den Sound habe ich tatsächlich drin. Falls ihn noch einer kennt. So. Da wiederholt es sich nur. Ah, Liebe. Einfach nur Liebe. Wenn das ein Videoquiz wäre, hätte ich jetzt Doom geraten. nee. wie gesagt, Legacy of Kain, tatsächlich. Soul Reaver kommt aber in anderen Teilen auch noch drin vor. Zumindest in denen, wo er sehr mitspielt. Wie gesagt, geprägt so ein bisschen das Spiel. Das ist, da kann ich Geschichten drüber erzählen. Da bin ich morgen noch nicht fertig. So. Moment, welcher Legacy of Kain war das? Soul Reaver 1. Daraus war gerade das. Was ihr gerade gehört habt.
das war jetzt explizit aus dem ersten Soryuver. Aber der Sound kam auch in Soryuver 2 drin vor und im letzten. In den Blattaugenteilen war das Lied nicht drin. Weiß gar nicht, habe ich auch noch. Ja, hier ist noch die. Aber das ist, glaube ich, eine andere Version tatsächlich. Oh. Ja. Huch. Die Version gibt es auch noch. Ich habe ein bisschen damals dran rumgespielt, was ich als Sound nehme. Aber wie gesagt, das ist halt der Sound, wenn man bei mir Subs verschenkt. Also, ein Sub an jemand anderen verschenkt aus der Community. Also einen expliziten Sub. Weil das Lied ist einfach so geil, ich liebe es. Ich liebe es einfach nur. Musste ich nehmen. Das ist halt, ne, wenn Razer da in diesem Abgrund steht, wo er hineingeworfen wurde. Was mich auch fasziniert hat, war die PSP. Ich finde es schade, dass sie eingestellt wurde. PSP habe ich auch noch. Habe ich leider aber auch viel zu wenig Spiele für. Hätte ich gern mehr gehabt. Damals gekauft, als ich beim Bund war. Habe, glaube ich, irgendein GTR dazu gekauft. Fand es auch schade, dass er eingestellt wurde. Eigentlich eine gute Konsole, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe am liebsten auf der PSP habe ich Kingdom Hearts Birth by Sleep, Dexter aus der Jak and Dexter Reihe und war es Final Fantasy 2? Ich glaube Final Fantasy 2 gespielt. Den hat circa einem Jahr für ein Drittel des Preises verkauft. Also wie gesagt, meine steht oder liegt hier noch rum. Die habe ich mir damals auch von meinem Taschengeld erspart. PSP habe ich nur gekauft, um FF Crisis Core zu zocken. Crisis Core habe ich auch noch hier liegen. Habe ich aber leider auch nie weitergezockt. So, ich lese jetzt. Alter, ich muss so viel zusammenschneiden, wenn ich das hier mache. Das ist furchtbar. Aber egal. Ich quatsche sehr gern. Marquez? Ja, da bin ich. Isambard schickt dich, um Nachforschungen über die verschwundenen Flüchtlinge anzustellen. Ich will helfen, wo ich kann. Doch erst müssen wir den Toten bestatten. Das gebietet uns die Pietät. Ein Grab habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauflaufen. Lege den Leichnam in das Grab und fülle es dann behutsam mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Mhm. War klar, dass du die gespielt hast. Ist ja praktisch. Wir werden darum sprechen, wie die sie hat. Ja, das durchgesuchtet. Wie gesagt, ich habe es, aber ich habe nur die erste Stunde, glaube ich, drauf gespielt. Da dran gespielt. Also nicht besonders viel. Will ich aber irgendwann mal nachholen. Irgendwann hole ich das nach. Genauso wie einige andere Teile der Final Fantasy Reihe. Ich glaube, fehlen, also Teile, die ich noch nie gespielt habe, sind tatsächlich 5, 6. Den 7. habe ich fast bis ganz zum Ende gespielt, aber leider nie das Ende. 8 habe ich nicht gespielt. 9 fehlt mir auch das Ende. Also, ja, bei 7 und 9 die letzte CD. Wow. Was würdet ihr sagen, ist ein Must-Play-Titel? Oh je, schwierig. Schwierig. Aus welchem Zeitraum? Wahrscheinlich aus allen! Ja, habe ich mir gedacht. Oh. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, Final Fantasy 7. Finde ich. Weil ist einfach geil. Also das alte. Ich gehe gerade meine sämtlichen Spiele durch, ne? Das ist jetzt so lange, dass ein Videospiel ist.
Ich finde Tales of Arise, also das neueste Tales, finde ich auch. Wären bei mir zwei. Und beim dritten kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden. Ich weiß, ihr habt es schon so oft gehört, aber der ist hier okay. Egal welcher Teil. Das sind tatsächlich meine drei. Aber bei mir, das Problem ist, könnte mich eigentlich gar nicht auf drei beschränken. Es gibt so viele Spiele, die eigentlich Must-Play sind. Es gibt so viele tolle Spiele. Oh. Must-Play. Halo 1. Also Tiger, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Banjo-Kazooie wollte ich auch immer mal spielen. Sehr schwierig, ja. Ich würde aber auf Anhieb sagen, die mich sehr geprägt haben. Tomb Raider damals auf dem Gameboy, New Beginning und The Last of Us-Reihe. Ja gut, Last of Us habe ich auch nur zur Hälfte gespielt. Aber Tomb Raider ist auch. Nur die ganz alten habe ich leider nicht gespielt. Die waren damals zu teuer, als dass ich sie mir so kaufen konnte. Glaube, der Tiger war toll. Das jetzt auf meinem Emulator wieder gespielt. Ich weiß nicht, mal googeln sagt, wenn ich sie mir auch nicht. Ich müsste das jetzt auch mal googeln. Achso, das kann ich verlassen. Das sieht aber cool aus. Das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ich glaube, ohne Witz, das wäre ein Spiel für mich, ne? Hat aber so ein bisschen Ähnlichkeit. Finde ich. Mit Jack und Dexter so ein bisschen. Aber nur ganz, ganz, ganz bisschen. Das war der alte Spieler mit so einer intensiven Story, die das heute geprägt haben. Ja, es sind viele. Vor allem die alten Spiele prägen halt, ne? Vor allem die alten. Also ich glaube, das Spiel müsste ich mir echt mal anmarkern. Ich glaube, das würde ich tatsächlich heute noch spielen. Sieht sehr cool aus. Damals, Boomerang ist mir geil. Als ich das gezockt habe. Die waren so cool. Ich hatte immer Angst vor den Dingern als Kind. So nie warum. Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Alleine dafür, dass du mir das Hochschleppen erspart hast, bin ich dir jetzt schon dankbar und würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen. Aber ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten. Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin Orson ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich blendend mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich einmal unterhalten. Sie hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf. Und jetzt lass einen einfachen Totengräber hier bitte weiter sein Tagewerk verrichten. Alles klar. Obwohl das nicht meine Top 3 Lieblings-Titel sind, würde ich aber dennoch sagen: To the Moon, Stanley Parable und Witcher 3. Witcher 3 ist geil. To the Moon habe ich bisher nur bei einer anderen Streamerin gesehen. Top 3, das ist schwer. Top 3 wäre. Top 3 wäre bei mir auch richtig. Richtig, richtig, richtig schwierig. Ich glaube, es würde bei mir auch immer auf die gleichen Titel hinauslaufen. Es sei denn, ich dürfte mehrere Titel auf einen Platz legen.
Hab vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser armen Seelen gekümmert hast. Richte Isambard bitte aus, dass meine Gebete den Verstorbenen begleiten. Wie Marquess dir ganz recht erzählte, stehe ich in engem Kontakt mit den Flüchtlingen. Uns Dienern der Götter öffnen sie nämlich noch ihr Herz, berichten von ihren Sorgen. Ich hoffe übrigens, Marquess war nicht allzu grob zu dir. Seit der siebten Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er meidet den Kontakt zu anderen. Erst vorhin hat er sich vor einem anderen Besucher, ich glaube, sein Name war Tancred, unmöglich aufgeführt. Ich spreche den so aus, wie ich möchte. bevor wieder was kommt. Sei versichert, dass ich mir den Pflege nachher einmal zur Brust nehmen werde. Ja, dieser Frage stelle ich erstmal, dass, wenn du mehrere Tiere auf denselben Platz setzen würdest, diese zu nennen. Okay. Gott. Also, wenn ich meine Top 3 nennen müsste, wäre auf Platz 1. Na, okay, ich fang auf Platz 3 an. Ich muss aber überlegen vorher. Ich will, ne, alles ordentlich haben. Bei mir auf Platz 3 wäre tatsächlich Primal. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Von der PS2. Kann man mittlerweile auch auf der 4 spielen. Auf Platz 2 wären tatsächlich zwei Spiele. Und zwar einmal Jack 3 aus der Jack and Dexter Reihe. Der dritte ist tatsächlich mein absoluter Lieblingsteil der Reihe. Und Kingdom Hearts 2. Ja, Kingdom Hearts 2. Und auf 1, da brauche ich auch nicht lange überlegen, Final Fantasy 10 und Soul Reaver 1. Das wäre tatsächlich bei mir die Liste. Weil wenn ich das jetzt, wenn ich auf jedem nur einen haben dürfte, das wäre verdammt schwierig. Weil dann sehe ich die Liste, glaube ich, Final Fantasy 10, also von oben nach unten, Soul Reaver 1 und Jack 3 wahrscheinlich aus. Also ganz, ganz, es ist so eng alles aneinander, dass man das kaum sagen kann. Flamur, ja, ich spiele auch Point and Click. Ich liebe Point and Click. Vor allem Deponia, ja. Schwarze Auge, Satinavs Ketten zum Beispiel. Liebe ich auch. Edna bricht aus, ganz viel gespielt. Sogar schon im Stream. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das andere hieß. Hab dann noch irgendwann bei eins gespielt. Book of Unwritten Tales, so heißt es. Auch absolute Liebe. Wäre bei mir übrigens meine Platz 4. Aber die komplette Reihe. Zu Jack and Dexter habe ich mal an einer Minecraft-Map mitgewirkt. Echt? Sehr cool. Wenn ihr noch immer Point-and-Click interessiert seid, dann empfehle ich euch sehr, A New Beginning zu spielen. Das sagt mir gar nichts. Gibt's das auf Steam? Memoria. Stimmt. Gab's ja auch noch. Ich, die gerade nicht weiß, wo sie hin muss. Darunter. Hier gibt's auf Steam. Okay, dann gucke ich gleich mal. Pass auf, am Ende habe ich sie in meiner eigenen Liste. Aber ich habe um die 600 Spiele auf meiner Liste, also. Ich weiß schon nicht mehr, was ich habe und was ich nicht habe. Das ist verdammt, ja. Ne? Sehr großer Struggle, den ich habe. Damit.
dann waren gezogen, war voll drin. Noch keine anderen gibt, obwohl es nur ein Point-and-Click-Game war. Na gut, was heißt nur? Point-and-Clicks können auch richtig fesselnde Stories erzählen. Also. Nur ist da. Das ist schon eine Sache. Thank you.